wohnt hier Herr Ingenieur Hoffmann. Zu Herrn Ingenieur Hoffmann. Bitte. Ich werde den Herrn Ingenieur gleich rufen. Wollen Sie nicht Platz nehmen? Ihr Madel, richtig, das Kloster von Frühvolk, naus, mir gar nicht. Er kann arbeiten, er hat Arme, naus, hier gibt's nicht. Er will auch ein Ingenieur sprechen. Beim Schwiegersohne batteln, das kennen wir schon. Er hat auch nicht, hat auch Ruhe von ihm, nicht ist seine. Schwiegermama, muss das hier bitten. Was steht zu Diensten? Alfred? Kerl! Auf den Gott, du! Das ist aber mal ein Gedanke. Ich bin nämlich ganz zufällig... Also etwas Lieberes und so Unerwartetes hätte mir jetzt entschieden nicht passieren können. Entschieden nicht! Nun aber zunächst leg ab. Ich bin nämlich ganz zufällig auf dich. Trinkst du was? Zack. Bier, Wein, Cognac, Kaffee, Tee. Ist alles im Haus. Setz dich. Ich bitte um Verzeihung. Bleib doch. Bleib. Deine Frau? Nein, ihre Schwester. Hübsch, oder? Nein, nun aber erklär dich. Kaffee, Tee, Grog. Danke. Danke für alles. Ja, aber das ist was für dich, ne? Das auch nicht. Nein, danke. Beneidenswerte Bedürfnislosigkeit. Hm. 10 Jahre. Ekliger Fetzen Zeit. Nur wo tun wir den Gefallen? Erzähl was. Hast du denn gar nichts von mir gehört? Durch die Zeitung, meine ich. Nicht, dass ich wüsste. Nichts von der Leipziger Geschichte? Ach so, das. Ja. Willst du gar nichts zu dir nehmen? Später vielleicht. Auch nicht ein Gläschen Cognac? Nein, das am allerwenigsten. Ja, dann werde ich ein Gläschen.
Grand Champagne. Feinste Nummer. Ich kann ihn sehr empfehlen. Danke. So. Na, nun bin ich ganz Ohr. Kurz und gut. Da bin ich eben sehr stark hineingefallen. Mit 2 Jahren, glaube ich. Du scheinst es ja doch also zu wissen. Wie man noch einmal so sein konnte. Bare Kindereien sind das gewesen. Ich kann mir nicht helfen, du. Nach Amerika auswandern. Ein Dutzend Gelbschnäbel wie wir. Wir und Musterstaat gründen. Köstliche Vorstellung. Kindereien. Tja. Dass du nun wirklich hinausgingst nach Amerika. Allen Ernstes mit leeren Händen, das war ja beinahe. War jedenfalls einzig naiv. Es war gar nicht so naiv, wie du es hinstellst. Noch. Ich weiß nicht. Wir hatten die allerhöchsten menschheitlichen Ziele im Auge. Und abgesehen davon, diese naive Zeit hat bei mir gründlich mit Vorurteilen aufgeräumt. Ich bin mit der Scheinreligion und Scheinmoral und noch mit manch anderem... Das kann ich dir ohne weiteres zugeben. Wenn ich doch jetzt immerhin vorurteilsloser und aufgeklärter Mensch bin, dann verdanke ich das, ich gar nicht leugne, den Tagen unseres Umgangs. Ja, natürlicherweise. Ich bin überhaupt in keiner Beziehung Unmensch. Nur... Man muss nicht im Kopf durch die Wand rennen wollen. Muss alles ruhig seinen natürlichen Gang gehen lassen. Was kommen soll, das kommt. Praktisch. Praktisch muss man verfahren, ihr alle, du mit eingerechnet. Ihr verfahrt höchst unpraktisch. Erklär mir mal eben, wie du das meinst. Einfach. Ihr nutzt eure Fähigkeiten nicht aus. Na, zum Beispiel du. Ein Kerl wie du, mit Kenntnissen und Energie etc. Was hätte dir nicht alles offen gestanden? Tja, ich habe mich in der Folge manchmal bass gewundert über dich. Redakteur der Arbeiterkanzel. Des obskursten aller Käseblättchen. Reichstagskandidat des süßen Pöbels. Und was hast du nun davon? Versteh mich nicht falsch. Bin der Letzte, der sein Mitleid mit dem armen Volk gefehlen lässt. Nur, wenn etwas geschieht... Dann mag es von oben herab geschehen. Das muss sogar von oben herab geschehen. Das Volk, das weiß noch mal nicht, was ihm Not tut. Dies von unten herauf. Siehst du, das nenne ich das mit dem Kopf durch die Wand rennen. Ich bin aus dem, was du eben gesagt hast, nicht klug geworden. Na, ich meine... Na, sieh mich an. Ich habe die Hände frei. Ich könnte nun mal anfangen, was für die Ideale zu tun. Ja, aber ihr? Immer mit leeren Händen? Ja, was wollt denn ihr machen? Hm? Ich kann wohl sagen, mein praktisches Programm ist nahezu durchgeführt. Ich hörte darüber zwei Herren in Jauer am Nebentisch reden. Du, ich hab Feinde. Sag mir doch, was Sie gesprochen haben. Das sollte ich wohl nicht tun. Denn ich will dich nachher um 200 Mark bitten. Geradezu bitten. Denn ich werde sie dir wohl kaum jemals zurückgeben können.
Bei irgendeiner Reichsbankfiliale. Es ist mir ein Vergnügen. Deine Fixigkeit übertrifft alle meine Erwartungen. Ich nehme es dankbar an. Und du weißt ja, übel angewandt ist es auch nicht. Natürlich. Es war davon die Rede, dass du hier einen anderen aus der Position verdrängt hättest. Diese Geschichte. Soviel ich herausfinde, soll dieser Müller den Bau einer Strecke der hiesigen Gebirgsbahn übernommen haben. Ja, mit lumpigen 10.000 Talern Vermögen. Als er einsah, dass dieses Geld nicht zureichte, da wollte er schnell eine Witzdorfer Bauerntochter fischen, meine jetzige Frau. Sollte diejenige sein, welche. Er hätte es, sagten Sie, mit der Tochter, du mit dem Alten gemacht. Dann hat er sich ja wohl erschossen. Auch seine Strecke hättest du zu Ende gebaut und noch sehr viel Geld dabei verdient. Darin ist einiges Wahre enthalten, aber ich könnte dir eine Verknüpfung der Ganz Tatsachen besonders, geben. Muss ich dir sagen, regten sie sich über etwas auf. Sie rechneten sich vor, was für ein enormes Geschäft in Kohle du jetzt machtest. Sie erzählten, du hättest die hiesigen dummen Bauern beim Champagner überredet, einen Vertrag zu unterzeichnen, in welchem dir der alleinige Verschleiß aller in ihren Gruben geförderten Kohle übertragen worden ist. Gegen eine Pachtsumme, die fabelhaft gering sein sollte. Ich will dir mal was sagen, Lot. Ach was. Warum auch noch darin rühren? Ich schlage vor, wir legen lieber ans Abendessen. Mein Hunger ist mörderisch. Mörderischen Hunger habe ich. Eduard, stellen Sie Sekt kalt und öffnen Sie Austern. Sehr wohl, gnädiger Herr. Sei so gut, ich möchte mich etwas säubern. Eduard, führen Sie den Herrn ins Gastzimmer. Sehr wohl, gnädiger Herr. Bitte sehr. Also, Wiedersehen. Wiedersehen. Schwager? Ist er schon wieder fort? Nein, er wird mit uns zu Abend essen. Jesus, da komme ich nicht. Aber, Helene. Was soll ich auch unter gebildete Menschen kommen? Ich will nur ruhig weiter verbauern. Ach, immer diese Schrullen. Nur sei so gut. Wir machen es ein bisschen feierlich. Champagner natürlich. Ich vermute nämlich, er führt irgendwas im Schilde. Was meinst du im Schilde führen? Maulwurfsarbeit. Wühlen. Wühlen. Aber davon verstehst du nun freilich nichts. Eine Kiste. Von wo? Berlin. Oh, das werden die Kindersachen von Herzog sein. Ja, sind die Sachen von Herzog. Was sind diese Kiste voll? Du übertreibst. Schönen guten Abend. Dankeschön. Hiermit könnte man doch wenigstens drei Kinder ausstatten. Bist du mit meiner Frau spazieren gegangen? Was soll ich machen, wenn sie mal gleich müde wird? Die soll doch um Gottes Willen tun, was der Arzt sagt. Wozu hat man denn den Arzt? Ja, dann greife du ein und schaff die Spillern fort. Was soll ich gegen so ein altes Weib machen, die ihr dauernd nach dem Munde geht?
Es ist das letzte Mal, auf Ehre, dass ich sowas hier in diesem Hause abwarte. Auf Ehre. Ja, von mir hat sie den Branntwein nicht bekommen. Schaff du nur die Spillern fort. Sollte bloß ein Mann sein. Ach, wenn es bloß erst wieder vorüber wäre. Verzeihung. Ich wollte nicht stören. Mein Name ist Loth. Loth, das ist meine Schwägerin Helene Krause. Und Schwägerin, das ist mein Freund Alfred Loth. Ihr betrachtet euch als vorgestellt. Nein, aber... Ich nehme es ihm nicht übel, Fräulein. Ich bin selbst, wie man mir sehr oft gesagt hat, in Sachen des guten Tons ein halber Barbar. Aber wenn ich Sie gestört haben soll... Ach, bitte, Sie haben mich gar nicht gestört. Durchaus nicht. Es ist schön von Ihnen, dass Sie meinen Schwager aufgesucht haben. Er beklagt sich immer. Er bedauert immer, von seinen Jugendfreunden so ganz vergessen zu sein. Tja, es hat sich ganz zufällig so ergeben. Und zwar gerade an dem Ort, wo ich meine Studien zu machen habe. Ach, Spaß. Willst du davon Studien machen? Nicht möglich. In diesem armseligen Neste? Armselig nennen Sie es. Aber es liegt doch hier ein ganz ungewöhnlicher Reichtum. Ja, doch, in der Hinsicht. Ich kann Sie versichern, solche Bauernhöfe gibt es nirgendwo anders. In mehr als einem Stalle hier fressen Kühe und Pferde aus marmornen Krippen und neusilbernen Raufen. Da haben Sie recht. Das hat die Kohle unter unseren Feldern gemacht. Die hat die armen Bauern im Handumdrehen steinreich gemacht. Es ist nur so öde hier, so. Gar nichts für den Geist gibt es. Zum Sterben langweilig ist es. Was sieht man den ganzen Tag? Hauptsächlich solche Gestalten. Bergleute. Welche gehen zur Grube, welche kommen von der Grube. Das hört nicht auf. Denken Sie, dass ich allein auf die Straße mag? Wie Sie einen manchmal anglotzen, so schrecklich finster. Als ob man geradezu was verbrochen hätte. Und nun denken Sie an. Gerade um dieser Menschen willen, vor denen Sie sich so sehr fürchten, bin ich hierher gekommen. Nein, aber... Ganz im Ernst. Sie interessieren mich hier mehr als alles andere. Niemand ausgenommen? Nein. Auch mein Schwager nicht ausgenommen? Nein. Mein Interesse für diese Menschen ist ein ganz anderes, höheres. Verzeihen Sie, Fräulein, aber das werden Sie am Ende doch wohl nicht verstehen. Ach, wieso nicht? Ich verstehe Sie sehr gut. Sie... Ach, lassen Sie, es ist nicht wichtig. Nur eine harmlose Pensionskorrespondenz. Sie sind im Pensionat gewesen? Ja, ja, in Herrenhut. Sie müssen nicht denken. Nein, nein, ich verstehe Sie schon. Ich meine, die Arbeiter interessieren mich um ihrer selbst willen. Ja, freilich. Es ist ja sehr interessant, so ein Bergmann. Es gibt ja Gegenden, wo man gar keine findet, aber
Wenn man sie so täglich... Auch wenn man sie täglich sieht, Fräulein. Man muss sie sogar täglich sehen, um das Interessante an ihnen herauszufinden. Aber wenn es so schwer herauszufinden, was ist das denn dann? Das Interessante, meine ich. Es ist zum Beispiel interessant, dass diese Menschen, wie Sie sagen, immer so finster blicken. Wieso meinen Sie, dass das besonders interessant sei? Es muss doch einen Grund haben. Und den möchte ich herausfinden. Ach, Sie lügen mir was vor. Was hätten Sie denn davon, wenn Sie das auch wüssten? Man könnte doch vielleicht Mittel finden, den Grund, warum diese Leute immer so freudlos sein müssen, wegzuräumen. Man könnte sie vielleicht glücklicher machen. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, dass... Aber gerade jetzt verstehe ich Sie doch vielleicht ein klein wenig. Das ist mir nur so neu. So ganz neu. Guten Abend miteinander. Guten Abend, Herr Karl. Guten Abend. Guten Abend, doch Lene. Ich stelle dir hier mit Herrn Karl vor, unser Nachbarssohn. Mama! Du gestattest, dass ich dir meinen Freund Dr. Loth vorstelle. Ich bin so frei. Nein, aber auch, Herr Doktor, nehmen Sie es mir auch beileibe nicht übel. Zuerst muss ich mich vor Ihnen verdefentieren. Verdefentieren wegen meiner vorhinigten Benehmigung. Wissen Sie, verstehen Sie, es kommt ein der Drehe bei uns, eine großmächtige Menge Strom. Mama, wollen wir uns nicht erst setzen, dann? Schickt sich das? Ja, zu Tisch, Kinder. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast. Segne, was du uns beschert hast. Amen. Austern. Ja, mein lieber Freund, du bedienst dich wohl. Bitte. Nun, will probieren. Es sind die ersten Austern, die ich esse. In der Saison, meinen Sie wohl? Ich meine überhaupt. 2 Tage nicht gesehen, Herr Karl. Tüchtig Mäuse gejagt in der Zeit? Die Maus. Das ist ein infamtes Amphibium. Zu lächerlich ist das. Alles schießt er tot. Letzte Nacht habe ich die Sau vorhin tot geschossen. Wald, Wild, Weib, pflegten seine Exzellenz der Herr Minister von Schadendorf oftmals zu sagen. Übermorgen, da haben wir Taubenschießen. Was ist denn das, Taubenschießen? Ach, ich kann sowas nicht leiden. Es ist doch nichts als eine recht unbarmherzige Spielerei. Helene. Auch Tauben an einem Pfahl festzubinden und dann mit Kugeln nach ihnen zu schießen. Ach, Helene. Es ist ein schandhafter Unfug. Und die paar Tauber? Hummer, haben Sie wohl auch noch nicht gegessen, Herr Doktor? Hummer habe ich schon hin und wieder gegessen. An der See oben in Warnemünde, wo ich geboren bin. Na, Wilhelm, man weiß wirklich in Gott manchmal nie mehr, was man essen soll. Ja, weiß Gott. Champagner? Nein, danke. Nur noch mal keinen Unsinn. Wie, Sie trinken nicht? Nein, Fräulein.
Na, hör mal an, das ist langweilig. Wenn ich tränke, würde ich noch langweiliger. Das ist interessant, Herr Doktor. Dass ich langweiliger werde, wenn ich Wein trinke? Nein, dass Sie nicht trinken. Dass Sie überhaupt nicht trinken, meine ich. Was ist daran interessant? Es ist nicht das Gewöhnliche. Da haben Sie recht. Leider. Die Flasche kostet uns 15 Mark. Sie können auch 30 trinken. Ohne meinen Wein könnt ihr nicht laben. Sagen Sie uns doch, warum Sie nicht trinken. Das kann gerne geschehen. Ach was, alter Freund. Heute trink mal. Es ist alles vergebens. Also mir zuliebe. Nein. Wie gesagt, nein. Nein, danke. Also nimm mich nicht übel, das ist eine Marotte. Wer nicht will, der hat schon. Also mich machst du nie und nimmer zum Asketen. Das heißt ja dem Leben allen Reiz nehmen. Tja, warum trinken Sie denn eigentlich nicht? Bitte sagen Sie es uns doch. Ich trinke heute Abend schon deshalb nicht, weil ich mich ehrenwörtlich verpflichtet habe, geistige Getränke zu machen. Mit anderen Worten, du bist glücklich bis zum Mäßigkeitsvereinshelden herabgesunken. Ich bin völliger Abstinent. Für so etwas müssen Sie einen sehr gewichtigen Grund haben, denke ich mir wenigstens. Der existiert allerdings. Sie, Fräulein, und du, Hoffmann, wisst wahrscheinlich nicht, welche furchtbare Rolle der Alkohol in unserem modernen Leben spielt. Mir ist noch gerade in Erinnerung, was ein gewisser Everett über die Bedeutung des Alkohols für die Vereinigten Staaten gesagt hat. Notabene, es bezieht sich auf einen Zeitraum von 10 Jahren. Er meint also, der Alkohol hat direkt eine Summe von 3 Milliarden und indirekt von 600 Millionen Dollar verschlungen. Er hat 300.000 Menschen getötet. Er hat 100.000 Kinder in die Armenhäuser geschickt, weitere Tausende in die Gefängnisse und Arbeitshäuser. Er hat mindestens 2.000 Selbstmorde verursacht. Er hat 20.000 Witwen und schließlich nicht weniger als 1 Million Waisen geschaffen. Die Wirkung des Alkohols, das ist das Schlimmste, äußert sich sozusagen bis ins dritte und vierte Glied. Hätte ich nun das ehrenwörtliche Versprechen abgelegt, nicht zu heiraten, dann könnte ich schon eher trinken, so aber. Meine Vorfahren sind alle gesunde, kernige und, soviel ich weiß, äußerst mäßige Menschen gewesen. Und das, siehst du, ist der Punkt. Ich bin absolut fest entschlossen, die Erbschaft, die ich gemacht habe, ganz ungeschmälert auf meine Nachkommen bringen. Euer Ala, da treibt's aber wirklich ein wenig zu toll. Schwatzen Sie keinen Unsinn! Nee doch, also so fährt's auch zukünftigen an. Ist nämlich der zukünftige, müssen Sie namen. Hör auf, Mama, oder? Na, da hört sich doch aber wirklich... Nur der Sprecher, so, Herr Doktor. Ist das wohl Bildung, hä? Mama... Na, tu mir doch den Gefallen. Statt dass das Frühvolk in der Wirtschaft was angreift, bewahre nee. Aber der Schiller oder der Goethe, so eine dummen Scheißkerle, die da nicht kennen als Lia, von denen lasst du sich ja Kupfer drehen. Ohne zum Kränkekriege ist das. Ja, von was sprachen wir noch? Ja, richtig. Vom Biedern Alkohol. Nun, Mama, seien wir friedlich, hm? Machen wir dem Alkohol Ehre, indem wir friedlich sind. Helene, ein Glas ist ja leer. Lo, du hast Schule gemacht. Nein, ich... Du warst doch sonst keine von den Zimperlichen. Ich habe eben heute keine Neigung zum Trinken. Bitte. Da bitte Sie um Verzeihung. Ja, von was sprachen wir noch? Wir sprachen davon, dass es Trinkerfamilien gäbe. Schon recht, schon recht. Ihr scheint übrigens hier ziemlich damit gesegnet zu sein. Wieso? Mit was gesegnet? Mit Trinkern, natürlicherweise. Meinst du? Ah, natürlich, ja, die Bergleute. Nicht nur die Bergleute. Zum Beispiel hier in dem Wirtshaus, in dem ich abstieg, bevor ich zu dir kam.
Da saß ein Kerl so. Mir wurde gesagt, es sei ein hiesiger, steinreicher Bauer, der seine Tage und Jahre buchstäblich in diesem selben Gastzimmer mit Schnapstrinken zubrächte. Das reine Tier ist er natürlich. Das ist ja wahnsinnig! Wahnsinnig! Das ist der Alte gewesen! Sie! Oh, Feind! Das ist ja zu dumm. Guten Abend. Kann das nicht verdenken, Willem. Mele, räum ab. So eine Gans. Mama! Muss aber ehrlich sagen, das geht doch. Mach dich aus! Ich empfehle mich ganz dagegen. Ich hätte gern deine Frau kennengelernt. Warum lässt sie sich denn nicht blicken? Du begreifst in ihrem Zustand. Die Frauen lassen nun mal nicht von der Eitelkeit. Die Sache ist nämlich die, ich erwarte der größeren Ruhe und gesünderen Luft wegen die Niederkunft meiner Frau hier. Wie passt denn das aber mit dem Arzt? Ein guter Arzt ist doch in solchen Fällen von allergrößter Wichtigkeit und hier auch... Ja, das ist es doch eben. Der Arzt hier ist ganz besonders tüchtig. Und so viel habe ich bereits weg. Gewissenhaftigkeit geht beim Arzt über Genie. Vielleicht ist sie eine Begleiterscheinung des Genies im Arzt. Meinetwegen. Jedenfalls hat unser Arzt Gewissen. Ist übrigens auch so ein Stück Ideologe. Halb und halb unser Schlag. Er reagiert schauderhaft unter Bergleuten und dem Bauernvolk hier. Man vergöttert ihn geradezu. Du kommst, was glaubst du? Das geht los, meine. Brandwein, ach, Quatsche, du, je. Wenn ich ne hübsche Mann war, hab ich ne hübsches Weibli.
Aligne apahepse teske dohehero. Is God is man makes up a tall of a schon so früh wach? Morja. Krummes Aas. Na, wird's kreit. Ex. Himmeldonnerschlag, ja. Es gibt wohl Heuernte heut. Der Esel gehen ins Heu. Jetzt unter. Nun, ihr denkt doch aber die Sense. Na, braucht man ja keine Sense zum Futter machen? Ach so, Futter soll also geschnitten werden. Na, was denn sollst du? Wird das alle morgen gemacht? Na, soll's Viech verhindern? Ihr müsst schon ein bisschen Nachsicht mit mir haben. Ich bin eben ein Städter, da kann man nicht alles so genau wissen von der Landwirtschaft. Der Städter gleich. Die Städter wissen doch gleich als besser, wie die Menschen vom Lande. Hä? Das trifft bei mir nicht zu. Könnt ihr mir nicht vielleicht sagen, was das für ein Instrument ist? Das hier nicht auf Tanze sitze? Was man so sagt, Extrabater nennt man das. Richtig, ein Extrapator. Wird der hier auch gebraucht? Leder Gott, nee. Er lässt er verludern. Rennen, verludern lässt er einen ganzen Acker. Der Power. Ein Armer möchte den Flecker an. Aber nee, lieber lässt er verludern. Ost von einer Sanse. Da ist eine Kleinigkeit. Geld kann man immer brauchen. Jojo, da haben Sie auch recht. Na, da danke ich auch vielmals. Sie sein wohl der Besuch zum Schwiegersohn. Wer schießt denn da schon so früh? Ah, Karl Wilhelm, wart du! Meiner Gitte, er schießt der Lerch! Guten Morgen. Wollen Sie mal was Hübsches sehen? Was haben Sie denn da? Warte Sie! Es ist also wirklich wahr. Sie schießen Lerchen. Für diesen Unfug verdienten Sie geohrfeigt zu werden. Verstehen Sie mich? Dr. Luder. Erlauben Sie. Guten Morgen, Fräulein. Guten Morgen. Pflegen Sie immer so früh auf zu sein? Eben, das wollte ich Sie auch fragen.
Also, wenn Sie irgendetwas tun oder denken, so muss es einem praktischen Zweck dienen. Ganz recht. Eben das meinte die Stiefmutter, als sie mir vorgestern den Werther aus der Hand riss. Das ist ein dummes Buch. Sagen Sie das nicht. Man redet so viel von Solar und Ibsen in den Zeitungen. Sind das große Dichter? Es sind gar keine Dichter, sondern notwendige Übel, Fräulein. Ich verlange von der Dichtkunst einen klaren, erfrischenden Trunk. Ich bin nicht krank. Was Solar und Ibsen bieten, ist Medizin. Ach, dann wäre es vielleicht doch für mich etwas. Schöne Äpfel. Herr Doktor, denken Sie, dass alles gut vorübergehen wird? Ich hoffe. So, das lassen Sie wohl bald machen. Suchen Sie doch Ihrer Frau begreiflich zu machen, dass sie für das kommende Lebewesen einigermaßen verantwortlich ist. Ich habe ihr bereits selbst einiges gesagt über die Folgen. Herr Doktor, ich werde ganz gewiss mein Möglichstes tun. Empfehle mich. Sie wollten ja meinen Rat hören. Ja, Sie kennen das entsetzliche Ende meines ersten Jungen. Es hat mich schlaflose Nächte genug gekostet. Und doch weiß ich noch nicht, noch immer nicht, wie ich es anstellen soll, um das jetzt noch ungeborene Geschöpf vor dem entsetzlichen Ende seines Brüderchens zu bewahren. Von seiner Mutter trennen. Grundbedingung einer gedeihlichen Entwicklung. Will man sie völlig trennen? Wenn es Ihnen ernst ist um die Erhaltung Ihres Kindes. Ihr Vermögen gestattet Ihnen ja in dieser Beziehung die freieste Bewegung. Gott sei Dank. Ja, ich habe auch schon in der Nähe von Hirschberg eine Villa mit großem Park angekauft. Nur, ich wollte natürlich auch meine Frau. Dann kaufen Sie Ihrer Frau doch irgendwo anders eine Villa. Sie wissen meine Meinung. Empfehle mich. Ich empfehle mich ebenfalls. Ich bin Ihnen äußerst dankbar. Sie glauben gar nicht, wie sehr ich das Land liebe. Leider wächst mein Weizen zum größten Teil in der Stadt. Unser einer hat so ein bisschen Sonne und Frische mehr nötig als sonst jemand. Inwiefern? Weil man in einem harten Kampfe steht, dessen Ende man nicht erleben kann. Wieso kann der nicht endigen, Herr Loth? Mein Kampf ist ein Kampf um das Glück aller. Sollte ich glücklich sein, dann müssen erst alle anderen Menschen um mich herum es sein. Dann sind Sie ein sehr, sehr guter Mensch. Verdienst ist weiter nicht dabei, Fräulein. Ich bin so veranlagt. Das muss ein Glück sein, mit solcher Veranlagung geboren zu sein. Ja, geboren wird man wohl auch nicht damit. Man kommt dazu durch die Verkehrtheit unserer Verhältnisse, scheint mir. Nur muss man für das Verkehrte einen Sinn haben. Das ist es. Es ist zum Beispiel verkehrt, wenn der im Schweiße seines Angesichts Arbeitende hungert und der Faule im Überfluss leben darf. Es ist verkehrt, den Mord im Frieden zu bestrafen und den Mord im Krieg zu belohnen. Es ist verkehrt, die Religion Christi, diese Religion der Duldung, Vergebung und Liebe als Staatsreligion zu haben und dabei ganze Völker zu vollendeten Menschenschlechtern heranzubilden. Es kostet Mühe, sich durch all diese Verkehrtheiten hindurchzuringen. Man muss früh anfangen. Das Kloster von Fruvolk unter Mähendache! Weg muss das Fruvolk! Marie! Marie! Du Huren Fruvolk, du! Was ist das? Sieben Sachen zusammen und auf der Stelle raus! Aber auf der Stelle raus! Das bin ich Ihnen schuldig, das werde ich Ihnen eintrinken! Raus! Muss das Fruvolk raus!
Unser Eins wagt es gar nicht, so etwas für verkehrt anzusehen. Höchstens ganz im Stillen empfindet man es. Man empfindet es oft sogar und dann wird einem ganz verzweifelt zumut. Dann sagte der Lehrer auch mal, sei fleißig, halt dich brav, dann wird es dir auch unfehlbar gut gehen im Leben. Der Mann lehrte uns eine Verkehrtheit, dahinter kam ich sehr bald. Mein Vater war brav, ehrlich, durch und durch bieder. Und ein Schuft, der noch jetzt als reicher Mann lebt, betrog ihn um seine paar tausend Taler. Bei eben diesem Schuft, der eine große Seifenfabrik besaß, musste mein Vater sogar durch die Not getrieben in Stellung treten. Ich habe auch schon so manchmal bei mir gedacht, wenn die Bauern so roh und dumm sind wie der Streckmann, der lässt die Knechte hungern und füttert die Hunde mit Konditorzeug. Hier bin ich wie dumm, seit ich aus der Pension zurück bin. Aber ich rede ja wohl Unsinn. Es interessiert sie gar nicht. Sie lachen mich im Grunde bloß aus. Aber Fräulein, weshalb sollte ich denn? Sie denken doch, die ist auch nicht besser wie die anderen hier. Ich denke von niemandem schlecht, Fräulein. Ach, reden Sie doch nicht. Sie verachten uns. Sie müssen uns ja doch verachten. Den Schwager, mich. Und dazu haben Sie auch allen Grund. Geht's dich an, du Gans? Ja, mich geht's an. Großknecht zusammengeladen hat sein Ei, bitte. Ich mag das aber doch bleiben. Weibstück. Gut, dann will ich dem Vater erzählen, dass du die Nächte mit Karl Wilhelm ebenso verbringst. Da haust dann Denke. Die Magd bleibt aber doch. Sonst bring ich's herum mit Karl Wilhelm, du. Dein Vetter, mein Bräutchen, mich bring's herum, du. Wer kann das sagen? Ich. Denn ich habe ihn heute Morgen aus deinem Schlafzimmer. Gnädige Frau, gnädige Frau. Spillen, die Magd sollte bleiben. Von Lenchen. Still. Mir ganz egal. Man muss sich schämen, bis in die Seele hinein. Man möchte was wissen, was sein kann. Und was ist man nun? Helene. Ich kann nicht weinen sehen. Lenchen, hast du denn vergessen, dass wir beide, du und ich, sozusagen in der gleichen Lage sind? Hm? Ich bin in diese Bauernatmosphäre hineingekommen, da passe ich hinein. Hm? Genauso wenig wie du, hoffentlich. Lenchen, komm, nun sieh mich einmal an. Hm? Komm, lass es gut sein. Tröste dich mit mir. Wo lebt dein Mann, Lenchen? Ein gebildeter Mann, dessen Frau von einer so unglückseligen Leidenschaft befallen ist. Man darf das gar nicht laut sagen. Eine Frau
und Branntwein. Hm? Nun, sprich, bin ich glücklicher? Bin ich am Ende besser dran? Na, siehst du, so hat's das Schicksal schließlich doch noch gut gemeint. Es hat uns zueinander geführt. Das Kindchen, das kommt. Kindchen, das braucht eine Mutter. Komm, sei du ihm das und dann bring ein wenig, ein ganz klein wenig Licht in mein Leben. Tu's, tu's. Weiß ich ganz gewiss, dass du nicht mein Haar besser bist. Was denn? Schlechter bist du. Der schlechteste von allen hier. Dein Betragen ist heute sehr eigenartig, weißt du. Du gehst doch immer nur auf das eine Ziel los. Aber du hast ganz andere Waffen als Vater und Stiefmutter und der ehrenfeste Herr Bräutigam, ganz andere. Gegen dich genommen sind sie Lämmer alle miteinander. Das ist ein heller Wahnsinn. Aber natürlich. Ich wette, du hast... Helene, du hast heute Morgen mit Alfred Loth gesprochen. Das ist ein Mann, vor dem wir uns alle verstecken müssten vor Scham. Na ja, nun musst du wissen. Das ist ein höchst gefährlicher Schwärmer, dieser Herr Loth. Der die Gabe hat, nicht nur Weibern, sondern auch vernünftigen Leuten die Köpfe zu verwirren. Das von Herrn Loth sagst, hat für mich sowas Verkehrtes. Was lächerlich Verkehrtes. Was ich dir sage, ist durchaus nichts Verkehrtes. Ich habe es an mir erfahren. Er benebelt einen den Kopf und dann schnappt man von Völkerverbrüderung, von Freiheit und Gleichheit, setzt sich über Sitte und Moral hinweg. Wir wären damals, um dieser Hirngespinste willen, über die Leichen unserer Eltern hinweggeschritten, um zum Ziele zu gelangen. Und er? Er würde erforderlichenfalls noch heute dasselbe tun. Ich sage dir, nicht vor ihm in Acht. In jeder, ich sage dir ganz ausdrücklich, in jeder Beziehung, von moralischen Skrupeln, ist da keine Spur. Wie verkehrt dies nun wieder ist. Wenn dieser Mensch wirklich so gefährlich ist, warum freutest du dich dann gestern so aufrichtig, als er... Gott, ja, er ist eben mein Jugendbekannter. Ich kenne mir allerdings heute. Wüsste ich, was ich jetzt weiß, hätte mich wahrscheinlich sehr in Acht genommen. Loth ist, bleibt ein Mensch, dessen Umgang kompromittiert. Die Behörden haben ihn im Auge. Hat er denn ein Verbrechen begangen? Mit Ansichten, wie er sie hat, in der Welt umherzulaufen, ist heutzutage weit schlimmer und vor allem gefährlicher als stehlen. Ich will es mir merken. Nun aber, frag mich nicht, was ich nach deinem Reden über Herrn Loth noch von dir denke. Frau will dir auch was am Lohn zu wiegen. Ah, sie mag sich hier vergrätschen, für sich behalten. Gehen da verhungern. Nee. Also was aber doch. Was soll eins doch gleich. Sag mal, Loth, was will ich eigentlich in unsere Gegend? Ich habe bisher ganz vergessen, dich danach zu fragen.
Ich möchte die hiesigen Verhältnisse studieren. Bitte? Was für Verhältnisse? Ich will die Lage der hiesigen Bergleute studieren. Ach, würde ich im Allgemeinen eine sehr gute. Glaubst du? Mhm. Das wäre ja übrigens recht schön. Doch ich's vergesse. Du musst mir dabei einen Dienst leisten. Du kannst dich um die Volkswirtschaft sehr verdient machen. Ich? Wieso ich? Es wird dir ein Leicht sein, mir die Erlaubnis zur Besichtigung der Gruben auszuwirken. Das heißt, ich möchte mindestens 4 Wochen lang täglich einfahren, damit ich den Betrieb einigermaßen kennenlerne. Und was du da unten zu sehen bekommst, das willst du dann wohl schildern? Ja. Meine Arbeit soll vorzugsweise eine deskriptive werden. In solchen Schriften habe ich mitunter schauderhaft übertrieben. Von diesem Fehler gedenke ich, mich frei zu halten. Na, das wird löblich sein. Hey. Das ist urkomisch. Also, wir haben sowas ganz urplötzlich in den Sinn kommt. Ach nein, das wäre am Ende taktlos. Meine Verlobung. Nicht wahr? Ja. Ich dachte in der Tat an eine Verlobung mit Anna Faber. Die ging auseinander, naturgemäß, als ich damals ins Gefängnis musste. Hm. Und seither hat dein Herz mich irgendwo festgehakt. Nein. Natürlich. Nun Büchse ins Korn geworfen. Heirat verschworen. Verschworen wie den Alkohol. Ich habe dir, so viel ich weiß, bereits einmal gesagt, dass ich in Bezug auf das Heiraten nichts verschworen habe. Was ich fürchte, ist, dass es keine Frau geben wird, die sich für mich eignet. Das war ein großes Wort, Lothi, ne? Ich zweifle immer mehr, ob ich einer Frau zumuten darf, mit dem kleinen Teil meiner Persönlichkeit vorlieb zu nehmen, der nicht meiner Lebensarbeit gehört. Meine Arbeitskraft gehört zum größten Teil meiner Lebensaufgabe und wird ihr immer zum größten Teil gehören. Klingelt da nicht immer? Du hältst das für Phrasengebimmel. Es klingt etwas hohl. Unser einer ist schließlich auch kein Buschmann, trotzdem man verheiratet ist. Gewisse Menschen gebärden sich immer, als ob sie ein Privilegium auf alle zu verbringenden guten Taten in der Welt hätten. Gar nicht. Denke ich gar nicht dran. Und dann gibt es natürlich, wie ich dich kenne, noch eine lange Liste von Forderungen. Sind vorhanden. Geistige und leibliche Gesundheit der Braut zum Beispiel ist Conditio sine qua non. Vorzüglich. Dann dürft ihr wohl vorher eine ärztliche Untersuchung der Braut notwendig werden, was? Göttlicher Hecht! Ich stelle aber auch an mich Forderungen, musst du nehmen. Ja, ich weiß. Meine Frau müsste zum Beispiel entsagen können. Ach, ich will lieber nicht reden. Ich wollte nur sagen, die Frau ist doch im Allgemeinen ans Entsagen gewöhnt. Ums Himmels Willen, Sie verstehen mich durchaus falsch. So ist das Entsagen nicht gemeint. Nur insofern verlange ich Entsagung oder besser nur auf den Teil meines Wesens, der meiner Lebensarbeit gehört, müsste sie freiwillig und mit Freuden verzichten. Nein, nein, im Übrigen soll meine Frau fordern, immer fordern. Alles, was ihr Geschlecht im Laufe der Jahrhunderte eingebüßt hat. Oh, au, 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 au. Frauenemanzipation. Also wirklich, deine Schwenkung war bewundernswürdig. Bist du am rechten Fahrwasser, was? Alfred Loth oder der Agitator in der Westentasche? Wie weit müsste denn deine Frau emanzipiert sein? Zigarren rauchen? Hosen tragen? Sie dürfte zum Beispiel nicht davor zurückschrecken, zuerst, falls sie nämlich wirklich Liebe für mich empfände, das bewusste Bekenntnis abzulegen. Also weißt du, das ist eine geradezu unverschämte Forderung. Mit der du allerdings auch, wie ich dir hiermit prophezeie, bis an dein Lebensende herumlaufen wirst. Ich bitte die Herren, mich jetzt zu entschuldigen. Die Wirtschaft. Du weißt, Schwager. Naja, darfst du nicht aufhalten.
Viel Energie scheint sie zu besitzen. Eigensinn. Auch Gemüt, nicht? Zu viel, mitunter. Wie spät ist er eigentlich? Ich muss nämlich heute leider nach der Stadt. Ist unumgänglich. Die Stine muss ich geben. Soll man machen als Geschäftsmann. Eine Hand wäscht die andere. Aber sag doch mal. Du solltest fähig sein hier. Ich meine gerade hier. Ein Freund von dir glücklich festen Fuß gefasst hat. Den Boden zu unterwühlen. Mein Ehrenwort, Hoffmann, ich hatte keine Ahnung, dass du dich hier befindest. Hätte ich es gewusst. Na, siehst du. Das freut mich aufrichtig, dass ich mich nicht in dir getäuscht habe. Die Kosten der Reise und alles, was drum und dran baumelte, hältst du selbstverständlich von mir vergütet. Konduzier dich nicht. Das ist einfach meine Freundespflicht. Da muss ich aber auch ehrlich sagen, so schlecht, wie ich mich zuweilen hinstelle, bin ich keineswegs. Ich bin der Letzte, der gewisse, leider nur zu berechtigte Ansprüche der ausgebeuteten und unterdrückten Massen nicht gelten lässt. Ja, ja, du lächle nur. Ich gehe sogar so weit, zu bekennen, dass es im Reichstag nur eine Partei gibt, die Ideale hat. Und das ist dieselbe, der du angehörst. Nur, wie gesagt, langsam. Langsam. Nichts überstürzen, das kommt alles, wie es kommen soll. Ich hab dir überhaupt den Gedanken weit öfter zugestimmt als in Worten. Kleine Schwägerin war übrigens ganz Ohr. Eduard! In 10 Minuten muss angespannt sein. Das hat der Eindruck gemacht. Was? Was zur Putzmacherin? Die gnädige Frau soll... Ja, gut. Ja, aber sofort. Ja, und dann meine Gamaschen und meinen Gehrock. Ja, genau. Gut, Schluss. Warte nur ab, du. Lass mich mal erst den entsprechenden Monetenberg aufgeschichtet haben. Vielleicht geschieht dann etwas. Vielleicht geschieht dann etwas, was ihr mir alle jetzt nicht zutraut. In 2 bis 3 Tagen also, wenn du abzureisen gedenkst, bringe ich dich mit meiner Kutsche zur Bahn. Du hast mich doch wohl nicht ganz verstanden. Ah ja? Oh, das ist leicht möglich. Nur so raus aus all den Sachen. Du hast mich in einer Beziehung nicht verstanden. Nichts ist unangenehmer als enge Schuhe. Ich habe dir doch bereits gesagt, dass ich um eines ganz bestimmten Zweckes willen hier am Orte bleiben muss. Hör mal, das ist aber beinahe nichts für dich. Weißt du denn nicht, was du mir als Freund schuldest? Doch wohl nicht den Verrat meiner Sache. Nun, dann habe auch ich nicht die kleinste Veranlassung, dir gegenüber als Freund zu verfahren. Ich sag dir also, dass ich dein Auftreten hier, gelinde gesprochen, fabelhaft dreist halte. Du kommst hierher,
Genießt meine Gastfreundschaft. Drischt mir ein paar Schock deiner abgegriffenen Phrasen vor. Verdrehst meiner Schwägerin den Kopf. Schwatzest von alter Freundschaft und sowas gut. Und dann erzählst du ganz naiv. Du wolltest eine deskriptive Arbeit über hiesige Verhältnisse verfertigen. Ja, für was hältst du mich denn eigentlich? Solltest du denn wirklich nicht begreifen, wen diese Schmähschrift am allerschärfsten schädigen müsste? Doch nur mich! Man sollte euch das Handwerk noch gründlicher legen, als es bisher geschehen ist. Volksverführer, die ihr seid. Was tut ihr? Ihr macht den Bergmann unzufrieden, anspruchsvoll, macht ihn aufsässig, ungehorsam, unglücklich. Spiegelt ihm goldene Berge vor. Erachtest du dich nun als demaskiert? Ach was! Du lächerlicher, gespreizter Tugendmeier, was mir das wohl ausmacht, von dir demaskiert zu sein. Arbeite lieber! Lass deine alberne Faselein und tu was! Komm zu was! Ich brauche niemanden, um 200 Mark anzupumpen. Sie sind es. Ich habe alles mit angehört. Nun dann. Wird es Sie nicht in Erstaunen setzen, wenn ich dieses Haus so ohne Sang und Klang verlasse? Nein, ich begreife. Also? Leben Sie recht glücklich. Ich weiß nicht, oder besser, ich weiß erst seit diesem Augenblick, dass es mir nicht ganz leicht ist, von hier fortzugehen. Und, naja. Wenn ich Sie aber recht sehr bäte, doch noch zu bleiben... Das tut mir wirklich wohl. Auch noch mehr wollte ich Ihnen sagen. Nämlich, dass ich Sie sehr hoch achte und verehre. Und bis jetzt noch keinen Mann. Und dass ich Ihnen vertraue. Und dass ich bereit bin, das zu beweisen, dass ich etwas für dich, für sie... Helene! Sand! Sand! Sei mir nicht böse. Mein Gewissen hat mir keine Ruhe gelassen. Ich nehme hiermit alles zurück. Das hilft dir und mir wenig. Ah. Und nimm mir nicht jede Gelegenheit, jede Möglichkeit, dir zu beweisen, dass... Hörst du? Kehr um. Bleib wenigstens so lange, bis ich zurückkomme. Also das kannst du mir nicht abschlagen. Wenn dir so viel daran liegt... Alles. Auf Ehre. Alles ist mir daran gelegen. Komm. Du kneif mir nicht aus, komm! Lass ihn nicht fort.
Es liegt mir viel daran. So ein beleidigter Ehrgeiz. Adieu. Das ist wirklich ein hübscher Platz. Sie haben sehr schönes Haar, Fräulein. Ach ja, das sagt mein Schwager auch. Fühlen Sie mal. Es fühlt sich wie Seide an. Ja, ganz wie Seide. Nicht doch, wenn... Helene. War das vorhin nicht dein Ernst? Ach, ich schäme mich so schrecklich. Was habe ich nur gemacht? Dir... Ihnen an den Hals geworfen habe ich mich. Für was müssen Sie mich halten? Wenn Sie sich doch darüber beruhigen wollen. Aber ich bin nicht schuld. Sie haben sich selbst zuzuschreiben. Warum verlangen Sie... Schön. So mit dir sterben. Leben? Warum denn jetzt sterben? Jetzt? Das musst du nicht falsch auffassen. Von jeher berausche ich, besonders in glücklichen Momenten, berausche ich mich in dem Bewusstsein, es in der Hand zu haben, weißt du? Den Tod in der Hand zu haben? Ja. Und so hat er gar nichts Grausiges. Im Gegenteil, so etwas Freundschaftliches hat er für mich. Man ruft ihn und weiß, dass er kommt. Du hast so eine wunderhübsche Hand. Ich habe nicht gelebt. Bisher nicht. Denkst du, ich? Ich bin jetzt zu mutig. Herr Karl, Sie müssen Obacht geben. Es ist etwas im Gange zwischen dem gnädigen Fräulein und... Dr. Luder. Hock bloß eben wohl vor der Hunden. Er soll ein ganz gefährlicher Mensch sein. Die Frau vom Polizeidiener, ihr Mann, soll ihn sozusagen, denken Sie nur, soll ihn geradezu im Auge behalten. Hast du, außer deiner ersten Braut, noch andere? Du lachst. Ich will dir was im Ernst sagen, Liebste. Ich halte es für meine Pflicht. Ich habe mit einer großen Anzahl Frauen... Psst! Sag mir das einmal später, wenn wir alt sind. Nach Jahren, wenn ich dir sagen werde, jetzt, hörst du? Nicht eher. Gut. Wie du willst. Bin ich der Erste? Wer? Karl Wilhelm. Und wer noch? Ach nein, warte, es ist wirklich keine... Du musst mir glauben, wirklich nicht. Warum sollte ich denn lügen? Also, doch noch jemand. Bitte, bitte frag mich jetzt nicht darum. Aber, Lenchen, ich dringe ja durchaus nicht in dich. Ach, du...
Es ist ganz entsetzlich, wie es hier zugeht. Ich wäre darin umgekommen ohne dich. Ich glaube, es würde dich beruhigen, wenn du mir alles offen sagtest. Liebste. Ich... Nein, ich kann dir es jetzt nicht sagen. Du würdest nicht drauf kommen, dass der... Dass es mein Vater war, den du... Siehst du, nun möchte ich doch ernstlich darauf dringen, dass du... Ich schäme mich so. Du wirst mich fortstoßen, fortjagen. Es ist über alle Begriffe. Ekelhaft ist es. Komme ich dir denn wirklich so brutal vor? Schwager Hoffmann sagte, du würdest kaltblütig. Nein, das tust du nicht. Du schreitest nicht über mich hinweg. Tu's nicht. Oh, das ist ja Unsinn. Ich hätte ja gar keinen Grund. Also du hältst es doch für möglich. Aber eben nicht. Aber wenn du dir doch einen Grund ausdenken kannst... Es gäbe allerdings Gründe, aber die stehen hier nicht in Frage. Und solche Gründe... Nur wer mich zum Verräter meiner selbst machen wollte. Über den müsste ich hinweg. Ich bin so dumm. Ich habe so gar nichts in mir. Das ist doch schrecklich. Du bist so groß, so gut. Ich habe solche Angst. Was soll ich darauf sagen? Du bist mir alles in allem. Alles in... Sag mal, sind deine Eltern gesund? Ja. Das heißt, die Mutter ist am Kindbettfieber gestorben. Der Vater ist gesund. Er muss sogar eine starke Natur haben. Na, siehst du. Also. Und wenn die Eltern nun nicht gesund wären? Aber sie sind's ja doch, Lenchen. Aber wenn sie es nur nicht wären? Frau Helene! Frau Helene! Frau Helene! Die Spillern. Von der Lüne! Bitte, Herr Frau Schwester, geht's los. Mieder! 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 Sie gehen augenblicklich zu Dr. Schimmelpfennig. Ja. Aber Frau Helene, sie will doch gar keinen Arzt. Die Ärzte, ach, die Ärzte, mit Gottes Beistand. Sie geht zum Arzt, Mine. Mieder, du bleibst hier. Er hat viel Schweinschlachter. Nicht mal das bisschen Nachtruhe hat man. Ich meine immer, was ein ehrlicher Mann ist, der muss Haut und Knochen dran setzen, um jeden bisschen Groschen. Aber die Nation hier, die tut rein ja nichts. So ein faules, nichtsnutziges Patzon. Der Herr Doktor muss gewiss auch alltüchtig ums Zeug gehen, um das bisschen Lebensunterhalt wie alle ehrlichen Leute. Ja, wünschte, ich brauchte es nicht. Na, was meinen Sie wohl? Ich auch. Um 11 Uhr früh begann die Wehen. Das sind jetzt 15 Stunden. Dauern Sie jetzt bereits. Ja. 15 lange Stunden. Wie ist Jott? Und das nennen Sie nun das schwache Geschlecht. Sie jappt aber auch mal nur noch so. Herr Hoffmann ist auch oben? Ja, und ich sage Ihnen, das reine Weib. Ja, das mit anzusehen ist ja auch keine Kleinigkeit. Nun, das würde ich meinen. Na, eben ist Dr. Schimmelfennig zu hier gekommen. Das ist ein Mann, sage ich Ihnen. Jopp wie Sackstrippe, aber... Nun sagen Sie mal bloß, was ist aus der olle Berlin? Fieber! Jott Strambach,
Eduard, Kaffee für Herrn Doktor. Sehr wohl, Sie möchten gern wieder hinauf. Ja, ehrlich gesagt, hier unten habe ich nicht genug Ruhe. Besser wäre es freilich, Sie würden irgendwo hingehen, aus dem Hause. Also offen gestanden, das... Ach, Lot, da bist du ja auch noch. Donnerwetter. Schimmel. Rein verschollen bist du ja. Hätte er dich sonst längst schon mal umgestoßen. Unter Wasser gegangen wie ein Seehund. Tiefseeforschung gemacht. In anderthalb Jahren hoffe ich wieder aufzutauchen. Man muss materiell unabhängig sein. Um etwas Brauchbares zu leiten, wissen Sie? Weißt du. Also, du machst auch Geld hier. Natürlicherweise. Und zwar so viel als möglich. Was sollte man hier auch anders tun? Danke, Eduard. Damals musste ich doch auskneifen. Von Jena weg. War das vor meinem Reinfall? Jawohl. In Zürich legte ich mich auf die Medizinerei. Zunächst, um was für den Notfall zu haben, aber dann fing die Sache an, mich zu interessieren. Und jetzt bin ich mit Leib und Seele Medikus. Als ich fertig war mit der Medizinerei, da sagte ich mir, jetzt vor allen Dingen einen hinreichenden Haufen Kies. Kaffee saufe ich unheimlich. Du solltest das lieber lassen mit dem Kaffee. Was soll man machen? Wie gesagt, ein Jahr noch, dann hört's auf. Hoffentlich wenigstens. Übrigens, zeig mal deine Hand. Nein? Keine gefunden, wie? Du wolltest doch immer so ein Ur- und Kernweib von wegen des gesunden Blutes. Oder nimmst du es in dieser Beziehung nicht mehr so genau? Na, ob und wie? Ach, wenn die Bauern hier doch auch solche Ideen hätten. Warte mal. Entschuldige. Lenchen. Ich denke mal, ich treffe dich nicht mehr. Vorhin habe ich mich so erschrocken. Weshalb? Weil ich dich aus deinem Zimmer treten hörte und... Der Doktor... Was hat dich denn eigentlich unter die Goldbauern geführt? Ich will die hiesigen Verhältnisse studieren. Idee. Da kannst du bei mir auch Material bekommen. Du kommst mit zu mir, Dali. Ich habe draußen so ein notwendiges Übel mit zwei Gäulen davor. Da können wir drin zu mir fahren. Wie sieht's denn so in den Familien aus? Elend. Durchgängig. Völlerei, Inzucht. Und in Folge davon Degeneration auf der ganzen Linie. Mit Ausnahmen doch. Kaum. Bist du denn nicht zuweilen in Versuchung geraten, eine
eine Witzdorfer Goldtochter zu heiraten? Pfui Teufel, Kerl, verstehst du mich? Ebenso könntest du mich fragen, ob ich... Wie? Wieso? Weil... Ist dir was? Nein, gar nicht. Was soll mir denn sein? Schlimm. Du bist ja so sonderbar plötzlich. Nun, ich sollte wohl am Ende gar fortgelaufen sein. Alfred. Was denn, Liebste? Du kamst mir so kalt. Ich habe so schrecklich dumme Einbildungen. Wir sollten von hier fortgehen. Gleich auf der Stelle. Ja, ja, wenn du mich jetzt nicht bald nimmst, dann lässt du mich am Ende heilig noch sitzen. Und dann... Wie du doch misstrauisch bist, Lenchen. Alles ist aus. Alles, wenn du einmal ohne mich von hier fortgehst. Merkwürdig bist du doch. Jedenfalls gehen wir aber noch diese Nacht. Ich bin bereit. Sobald du willst, gehen wir also. Nun wünschte ich wirklich, dass ich das Frauchen da oben ein bisschen beeilte. Genauso pflegtest du vor 8 Jahren deine Pfeife zu stopfen. Ist also wirklich etwas im Gange zwischen dir und Helene Krause? Psst! Halt um Gottes Willen den Mund. Ihr seid also richtig verlobt. Wie man es nennt. Jedenfalls sind wir uns beide einig. Wie bist du denn hier reingeraten? Gerade in diese Familie. Hoffmann war auch Mitglied. Auswärtiges allerdings. Mitglied meines Kolonialvereins. Auf diese Weise wird mir der traurige Zwitter erklärlich. Ein Zwitter ist er allerdings. Ist das wirklich dein Ernst, die Geschichte mit der Krause? Zweifelst du daran? Ja, du hast keine Idee, was das für ein Zustand ist. Man kennt ihn nicht, wenn man sich danach sehnt. Was ich mir für das bisschen Rausch kaufe, lächerlich. Darauf eine lebenslängliche Ehe zu gründen. Rausch. Rausch, ich bin dabei vollständig nüchtern. Glaubst du, dass ich meine Liebste so... Na, wie soll ich sagen, so mit einer... Na, wie soll ich sagen, so mit einer großen Glorie sehe? Gar nicht. Sie hat Fehler, ist auch nicht besonders schön, wenigstens... Naja, hässlich ist sie auch gerade nicht, also... Rausch-Unsinn. Das kommt mir so vor, weißt du, wie eine Legierung, wie wenn zwei Metalle so ganz innig legiert sind, dass man gar nicht mehr sagen kann, das ist das, das ist das. Und alles so furchtbar selbstverständlich. Kurzum, ich quatsche vielleicht Unsinn, aber so viel steht fest, wer das nicht kennt, ist ein erbärmlicher Frosch. Und so ein Frosch war ich bisher und so ein Jammerfrosch bist du noch. Solange ich dich kenne, laborierst du an dieser unglücklichen Ehemanie. Es ist Trieb bei mir. Geradezu Trieb, weiß Gott.
mag ich mich wenden, wie ich will. Du weißt nicht, wie ich mich durchgefressen habe bis hierher. Es ist mir vielleicht noch nie so klar bewusst geworden wie jetzt, dass ich in meinem Streben etwas entsetzlich Ödes, gleichsam Maschinenmäßiges angenommen hatte. Kein Geist, kein Temperament, kein Leben. Tja, wer weiß, war noch Glauben in mir? Und das alles kommt seit heute wieder in mich gezogen. So merkwürdig voll, so ursprünglich, so fröhlich. Ach, Unsinn, du kapierst es ja doch nicht. Was ihr da alles nötig habt, um flott zu bleiben. Glaube, Liebe, Hoffnung. Mich ist das Kram. Die Menschheit liegt in der Agonie. Und unsereiner macht ja mit Narkotizis die Sache so erträglich wie möglich. Ist das dein neuester Standpunkt? Schon 5 bis 6 Jahre alt. Und immer derselbe. Gratuliere. Ich schulde dir unbedingt eine Aufklärung. Du wirst Helene Krause, glaube ich, nicht heiraten können. So, glaubst du? Ja. Oder du musst deine Hauptforderung in Bezug auf die Ehe fallen gelassen haben. Obgleich du vorhin durchblicken ließ, es käme dir nach vor darauf an, ein an Leib und Seele gesundes Geschlecht in die Welt zu setzen. Fallen gelassen? Wie sollte ich denn? Dann weißt du zum Beispiel nicht, dass Hoffmann einen Sohn hatte, der mit 3 Jahren bereits am Alkoholismus zugrunde ging. Wessen Sohn? Hoffmanns. Und eben derselben Frau, die da oben wieder. Und auch die trinkt. Helenes Schwester trinkt. Trinkt bis zur Besinnungslosigkeit. Trinkt so viel sie bekommen kann. Der Vater übrigens kommt überhaupt nicht mehr aus dem Wirtshaus. Ja. Dann freilich begreife ich manches. Nein, alles begreife ich, alles. Dann ist ihr Leben hier, Helenes Leben? Horrend geradezu. Ja, tut dann. Könnte man nicht. Vielleicht könnte man Hoffmann dazu bewegen. Man müsste sie fortbringen aus dieser Sumpfluft. Hoffmann? Ja, Hoffmann! Du kennst ihn schlecht. Ich glaube zwar nicht, dass er Helene schon verdorben hat, aber ihren... Glaubst du wirklich? Hältst du Hoffmann wirklich für fähig? Zu allem halte ich ihn fähig, wenn für ihn ein Vergnügen dabei herausspringt. Ja, dann ist sie das keuscheste Geschöpf, das es gibt. Was gedenkst du zu tun, Lot? Nicht begegnen. Du bist also entschlossen, euer Verhältnis aufzulösen. Ich kann dir als Arzt noch sagen, dass Fälle bekannt sind, wo solche vererbte Übel unterdrückt worden sind. Und du würdest deinen Kindern ja gewiss eine rationale Erziehung geben. Es mögen solche Fälle vorkommen. Die Wahrscheinlichkeit ist vielleicht nicht so gering. Das kann uns nichts helfen, Schimmel. So steht es. Es gibt 3 Möglichkeiten. Entweder ich heirate sie und dann... Dieser Ausweg existiert überhaupt nicht. Oder aber die bewusste Kugel. Naja, dann hätte man wenigstens Ruhe. Aber so weit sind wir noch nicht. Sowas kann man sich einstweilen noch nicht leisten. Also, leben, kämpfen. Ich verspreche dir, ihr die Lage so deutlich als möglich vorzustellen. Ja, nur eben.
Ich kann nicht anders. Du gehst zu mir, wie? Mein Kutscher soll dich zu mir fahren. Jawohl, unbedingt sogar. Herr Doktor, sie ist ohnmächtig. Die Wehen setzen nach außen. Wollen Sie nicht endlich? Ich komme hinauf. Auf Wiedersehen. Sie bleiben besser hier. Sag mal, du bist fort? Jetzt? Mitten in der Nacht? Nur bis zu Schimmel. Ach so. Und mit deinem Plan, wie steht es da? Ich meine, deine volkswirtschaftliche Arbeit über unseren hiesigen Distrikt, ich muss dir sagen, ich möchte dich sogar als Freund inständig und herzlich bitten. Morgen schon bin ich über alle Berge. Das ist aber wirklich... schön von dir, wolltest du wohl sagen. Ja, in gewisser Hinsicht. Entschuldige mich. Ich bin einfach so aufgeregt. Adieu. Und zähl auf mich. Die alten Freunde sind immer noch die besten. Adieu. Mach dich gefasst. Totgeboren. Fräulein Helene! Fräulein Helene! Du, ich möchte den Herrn Dr. Loth... Herr Dr. Loth? Sind in des Herrn Dr. Schimmelpfennigs Wagen fortgefahren? Ich bin absolut fest entschlossen, die Erbschaft, die ich gemacht habe, ganz ungeschmälert auf meine Nachkommen zu bringen. Wer mich zum Verräter meiner selbst machen will, über den muss ich hinweggehen. Unübersteiglich.
unübersteiglich. Fräulein Helene! Fräulein Helene! Fräulein Helene! Fräulein Helene!